erstmal schick machen, du weißt doch. Wir müssen ja Hashtag 5 drehen. So. Headset natürlich auch bereit. Yo, was geht ab, meine Lieben? Die Prinzen am Start hier. So, meine Lieben. So, Leute. So, meine Freunde. So, meine lieben Zuschauer. So, alle da draußen, die uns gerne zugucken und uns gerne verfolgen. Ihr wisst ja Bescheid, das ist wieder mal ein kurzes Video von uns. Hashtag 5, hat mir Julian gerade noch gesagt. Hashtag 5. Tagesablauf-Video, was wir heute so machen werden. Wir werden heute leider eine unschöne Sache machen müssen, die halt für den Kunden zwar unschön ist, aber für uns natürlich auch Profit reinbringt, Geld reinbringt und auch dafür und da uns auch wieder beweist, dass wir mit unserer Arbeit vielen anderen Folierern voraus sind und vielen anderen Firmen voraus sind, was Qualität betrifft. Ne? Der Kunde hatte, nur mal kurz eine Vorabgeschichte, wie das alles zustande gekommen ist. Der Kunde hatte bei uns ein Audi S7 foliert. Vorletzte Woche. Und hat parallel zeitgleich noch eine S-Klasse, die er gerne auch noch folieren wollte, aber wir hatten gar keine Zeit dafür gehabt. Und deswegen wollte er aber beide Autos im gleichen Zeitraum folieren, hat den S7 bei uns abgegeben und seine S-Klasse bei einem anderen Folierer abgegeben. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht, wie der Folierer heißt, ist mir auch recht egal, wie er heißt und wo das war, weil ich rede ungern mit Namen über andere Folierer. Ich zeige einfach nur die Arbeit, was andere so machen und was außerhalb unserer Firma passiert, wenn man sein Fahrzeug zu jemand anderes hinbringt. Ich sage auch nochmal und spreche nochmal darauf an, dass es auch viele, viele gute Folierer da draußen gibt. Es ist jetzt kein Krieg gegen irgendwelche Folierer, um Gottes Willen. Es gibt sehr viele gute Folierer. Aber die schlechten Folierer muss ich immer nicht mit Namen erwähnen, sondern deren Arbeit zeigen, damit man auch weiß, Leute, geht wirklich nur zu speziellen Folierern, zu spezifischen Folierern des Vertrauens und nicht zu irgendwelchen 0850 Werkstätte, die aber auch schon seit Jahren im Business sind. Und selbst mit der Arbeit hat der Kunde, wie gesagt, sehr zufrieden gewesen sind. Also der Kunde hat sich auch beschwert, er meinte, nö, besser geht's nicht, das ist schon eine richtig geile Arbeit. Was hast du denn? Bist du bekloppt? Das ist doch sehr gut gemacht und so eine Sachen. Ja, und das wollte ich jetzt gerne mal kurz präsentieren. Das ist das Auto gerade mal. Ja, dann hat er, ja, da hat er den S7 bei uns abgeholt. War ziemlich glücklich und zufrieden, war in der Halle, hat sich mega gefreut. Das war sogar an dem Tag gewesen, als der E-Roller abgeschleppt wurde. Da hat er auch schon mitbekommen, wie ich mit der Polizei hier mich gezofft habe und fast hier einen Kollaps bekommen habe. Passiert ab und zu auch manchmal leider vor den Kunden, aber das war eine Sache, die hätte so eigentlich gar nicht eskalieren müssen, aber naja, ist ja egal. E-Roller ist sowieso weg. Und hat den Wagen hier abgeholt, ist auch voll zufrieden nach Hause gefahren, überglücklich, ruft mich nächsten Tag an, sagt, ich bin Sommer mit den S7. Ich sag, hä, was ist denn los? Wieso rufst du an? Ja, ich habe leider ein Problem mit der Folie. Ich sag, hä? Wie? Was für ein Problem? Komm doch vor mir und zeig mir mal bitte, was für ein Problem dort. Er sagt, nein, nicht mit eurer Folie. Ich bin sehr zufrieden mit dem S7. Ich habe aber auch, muss dir gestehen, meine S-Klasse woanders hingebracht, bla bla bla. Und da ist das mal rausgekommen. Ich hol mal kurz Schlüssel, stopp. Also, ich habe kurz meinen Schlüssel geholt, um euch mal ein bisschen zu präsentieren, wie wurde dieser Wagen eigentlich gefüllt oder was ist halt an dem Wagen nicht schön gemacht. So, vorerst gucken wir jetzt in dem Bereich, wo wir gerade stehen. Hier ist die Stoßstange. Hier kann man sehen, wie sich die Folie nach einem Tag schon löst. Das sieht man alles hier drin. Ne? Sieht man das in der Kamera? Ja. Ich hoffe, ja. Ja, klar. Ich versuche das immer. Oh, guck mal. Guck mal, siehst du das? Das ist nicht mal ein Tag alt, ja? Die achtet ja gar nicht. So. Okay, das ist das erste Problem. Hier. Hier Eckenkanten, miserabel. Hier bildet sich schon überall die Luft. Hier bildet sich überall schon Luft. Hier genauso. Guck dir die Ecken und Kanten an. Miserabel gemacht, sehr miserabel gemacht. Dann kommen wir wieder zu der Ecke. Kann man auch sehen hier, wie die Folie sich löst. Ne? Das sieht man, wa? Das ist ja alles nee, offen. Nicht, offen. Aber ja. Na, jetzt habe ich reinmassiert. Das ist aber alles offen, ne? Die Parksensoren, ja, hier auch, guck mal, genau, hier. Und ich kann sogar sehen, dass da auch ein bisschen was im Lack geschnitten wurde. Hier wurde die Parksensoren auch gar nicht erst ausgeschnitten, ne? Hier wurden die gar nicht erst ausgeschnitten. Hier kann man sehen, guck mal, hier hast du auch einen Scheinwerfer geschnitten. Wirklich? Siehst du das hier? Guck mal, das habe ich gerade abgemacht. Guck mal, das, siehst du das, die Ecke da? Und wenn ich es abmache, ist weg. Ja, die haben da die Ecke von Scheinwerfern abgeschnitten. Sieht man wahrscheinlich vielleicht, wenn man es ein bisschen näher ranzoomt später. Ja, hier, guck mal. Ne, die Folie löst sich hier überall. Ist gerade mal eine Woche alt, ne?
Sieht man, ja? Sieht man das? Ja. So, guck mal hier einmal rein. Guck mal. Ach du Scheiße. Ich habe da jetzt nichts manipuliert. Guck mal. Guck mal, wie leicht hier abgeht. Das ist viel zu. Guck mal hier. Ne? Da haben wir schon mal. Der Schnitt allgemein ist schon schief und krumm. Das ist schon miserabel, der Schnitt. Guck mal hier rein. Hier schon die Knicke. Einfach reingepackt. Einfach schon angeschnitten und hier alles rein. Okay, guck mal, die löst sich hier drin. Hörst du das? Ja. Überall löst sich die Folie. Ne? So. Guck dir mal hier alles an, wie es aussieht. Warte mal, kurz die ISO hier. Ja. Guck mal hier. Ne? Man kriegt die Folie einfach so schnell mal ab. Kein Problem. Guck dir mal die Motorhaube an, vorne. Und dann siehst du auch, dass er die Motorhaube reingeschnitten hat. Hier, das weiße da unten, das ist der Lack, der ab ist. Nein. Ja, sieht man das? Ja, ne? Ja. Gut, das schon mal. Da war gar keine Ecke richtig, ne? Die haben die Ecke gar nicht foliert. Nein, die haben sowieso die Ecken nicht schön foliert. Und man sieht auch, guck mal hier, guck mal hier rein. Schau mal von oben hier rein. Dieser Bereich, siehst du den? Ja. Der, das ist ein Lack geschnitten. Dieser ist ein Lackschnitt. Dieser hier. Ja, und das weiß auf der Ecke, ne? Ja, und das weiß auf der Ecke, ja. Da hast du auch hier, ne? Am Schweller auch gar keinen Einleger. Das ist einfach nur hier genau hier direkt abgetrennt. Das ist nicht weiter drin. Das ist direkt hier abgetrennt. Auch dann schnell mal gemacht. Hier löst sich auch schon die Folie. Siehst du das? Ja. Hier. Guck mal, ich brauche nur so machen. Löst sich überall die Folie. Wir haben auch keine schöne Ecke. Guck mal, das löst sich ja auch schon. Ich gehe da, guck mal, das ist sehr weich, ne? Es ist nicht, dass du jetzt sagen, du ziehst ja die Folie ab. Ne, ich ziehe die nicht ab, guck mal, sehr weich. Mit dem Ding kann ich die Folie nicht abziehen, die klebt normalerweise. Ja? Ne? Ist das zumindest ein, was denkst du, was für eine Folie ist das? Kannst das ist eine Orakelfolie, das ist eine gute Folie. Okay. Die ist nicht schlecht, die Folie. Da kann man nicht sagen, es zieht an der Folie. Nein, um Gottes Willen. Parksensoren auch nicht ausgeschnitten, ne, wie man hier sieht. So, was haben wir denn hier noch? So, guck mal hier rein. Ja. Sieht man das? Hier drin, das hier, die Knicke. Ja, ja. Steht ab, ne, die Folie. Naja, ne, das ist nicht schön gemacht, das ist einfach geknickt. Ah, okay, ja, stimmt. Warte, so? Ja, ich sehe schon. Ja. Nichts geht ab, es geht nicht ab, es sind einfach nur Knicke drin. Motorhaube genauso. Naja, eigentlich rund ums Auto, das ganze Auto. Er hat ja erstmal gefragt, ob man irgendwas retten kann. Ich meinte, du, retten ist nichts. Also wäre ja für mich auch besser, wenn ich mal retten kann. Dann habe ich nicht so viel Arbeit jetzt für diesen jungen Mann zu tun. Aber ich muss halt die ganze Folie runter komplett, das kann man nichts mehr retten. Da kann man wirklich gar nichts mehr retten. Das ist vorbei mit dem Retten hier. Guck mal hier, sogar hier. Na, guck mal. Siehst du das? Mhm. Hier, guck mal hier, guck mal wie hier, guck mal hier. Wie es da geschnitten ist. Das ist hier, hier ist überdehnt, ne? Da geht die Folie wieder gerade zurück. Das sind gerade mal ein paar Tage alt, das ist nicht mal lange her. Das heißt, man weiß ja nicht, was nach einem Monat, das war ein Monat mit dem Wagen kommt. Er hat den Audi am Montag abgeholt und danach ist er erst zur S-Tasse gefahren. Das heißt, es ist ja noch nicht mal eine Woche alt. Nicht mal, was ist denn heute? Freitag, nicht mal, es sind 4-5 Tage. Es ist, nee, er hat den Montag abgeholt und mich dann nächsten oder übernächsten Tag sogar erst angerufen. Also es ist gerade mal 3-4 Tage alt. 3-4 Tage alt. Das ist traurig, weißt du? Ich will jetzt, wie gesagt, wirklich nicht über irgendwelche anderen Verlierer sprechen oder meckern. Aber sowas muss ich zeigen. Weil im Endeffekt sind wir guten Verlierer dann auch in unseren gekränkt darüber, dass sowas passiert. Weil so jemand wie er, wenn er jetzt nicht bei uns die Folie probiert hätte, würde er denken, weil der andere ihn ja alles verkaufen möchte, von wegen, das ist gut, würde er jetzt denken, dass es gute Arbeit ist. Aber weil er ja den S7 abgeholt hat bei uns, weiß er, dass es besser geht als das. Es geht einfach besser. Und ich ziehe ihm jetzt komplette Folie ab. Ich werde jetzt nicht ihn verarschen und sagen, oh, ich habe das und das ausgetauscht, einmal schön geschnitten. Das hätte ich ja ein bisschen bearbeiten können, schön schneiden können, aber ich mache das nicht. Weil damit kann ich mich nicht identifizieren, wenn ich das mache. Weißt du, was ich meine? Das geht nicht. Du musst das schon alles vernünftig erst machen. Ich muss die ganze Folie runterziehen und einmal komplett neu folieren.
Ich weiß nicht, also mehr brauchst du gar nicht zeigen eigentlich, als das, was man hier sieht. Das ist ja also, schön. Und hier, natürlich, jetzt brauchen wir jetzt die Chromleisten nicht drüber reden, ne? Das ist jetzt sowieso jetzt, das ist was anderes, andere Baustelle. Das hat aber der Kunde gesagt, soll ich lassen, weil er will jetzt, er sagt, das ist okay, das ist für ihn in Ordnung. Ich werde natürlich aber das jetzt nicht so lassen, ich werde es hier ein bisschen anschneiden. Also ich werde es einmal schön glatt schneiden, schön warm machen, weil es ja sowieso noch frisch ist, die Folie. Dann werde ich das hier so einmal schön bearbeiten, guck mal, ne, wie schön man es schneiden kann. Ja, dann sieht es auch vernünftig aus hier. Wenn wir das einmal schön anschneiden hier, so siehst du das? Mhm. Siehst du, wie es jetzt aussieht? Riesenunterschied. Man jetzt einfach nur sauber schneiden müssen, aber später muss ich natürlich noch ein bisschen warm machen, weil ich bin mir sicher, es ist auch gar nicht richtig gut getempert. Aber siehst du jetzt den Unterschied zwischen jetzt und vorher? Es ist einfach nur ein vernünftiger Schnitt reingesetzt. Mehr nicht. Mehr ist da nicht. Aber das kriegen ja auch schon viele Folierer nicht mal hin, vernünftig zu schneiden. Und das ist halt das Problem. Ja. Naja. Wir werden auch die gleiche Farbe wieder draufpacken. In aber satten Darkway von 3M, nicht von Oracle. Also nicht wegen den Qualitäten oder so, aber er wollte ja auch auf den eigentlich satten Darkway haben, weil er wollte ja gerne die gleiche Farbe wie bei seinem S7 haben. Ist aber halt leider Holzkohle matt geworden. Aber der Unterschied ist ja nicht so riesig zwischen den beiden. Aber wenn er jetzt schon wählen kann, ne, dann wählt er halt das gleiche wie beim S7, so dass er dann später glücklich und zufrieden hier rausfahren kann und zwei gleiche Farben hat auf zwei gleichen Autos. Ne? Und jetzt muss man einfach mal sagen, und jetzt ist auch mal bewusst, warum wir so viele Aufnahmen sehr nah zeigen, weil wir einfach nichts zu verbergen haben. Genau, bei unseren Videos haben wir nichts, wir zeigen immer die Ecken, Kanten, Aufnahmen. In meinen Stories auf Instagram, Leute, viele folgen uns ja auch gar nicht auf Instagram. Ihr solltet uns besser gesagt auf Instagram, weil müssen tut keiner was hier. Ihr solltet uns auch auf Instagram mal folgen, damit ihr auch seht, was für Angebote wir haben, was wir so bieten, was wir Leistungen haben, was wir so am Tag abmachen, wie wir das ein bisschen zeigen mit der Folie. Da könnt ihr auch ein bisschen noch mehr Einblick haben in unsere Tagesabläufe. Auf Instagram. In der Story natürlich. Guck mal, ich kann noch zaubern, ne? Bevor wir zaubern. Guck. Oh, es schwebt. Es ist weg. Leiste ist weg. Kommt die jemals wieder? Ja, die muss ja wieder rankommen. Was denn wieder so Simsalabim oder was? Ja, Simsalabim. Hokus pokus, abracadabra. Zeig mal den Schnitt hier in der Folie. Ah. Ne, da ist er hier. Zack, einmal hier diese Chromleiste geschnitten. Einmal kurz ausgerutscht. Ach, naja, egal. Machen wir weiter. Ich verstehe das echt nicht manchmal, ne? Manche Sachen verstehe ich echt nicht. Naja. Traurig aber. Ja, traurig aber wahr. Und ich habe auch den Kunden auch von vornherein gesagt, ich meinte, Kollege, hör mal zu. Weil wenn jetzt im Lack geschnitten ist, dann kann ich nichts für. Ne? Später soll es nicht heißen, ich habe in Lack geschnitten. Deswegen mache ich auch gerade dieses Video, damit wir später Beweismaterial haben, dass wir das nicht machen. Aber habe ich ihn auch gesagt, der vertraut uns da voll und ganz. Weißt du? Guck mal, wie ich die Folie abziehe, siehst du das? Es macht Spaß, die Folie abzuziehen. Wirklich, weil das einfach ein Stück abgeht. Das ist überhaupt nicht erwärmt. Da hast du gar nichts gemacht. Ich habe noch nie so viel Spaß daran gehabt, eine Folie abzuziehen. Weil es einfach nicht schön bearbeitet gewesen ist. So, jetzt kannst du gerne mal ein paar Schnittbilder zeigen, wie ich die Folie hier abziehe. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich habe euch noch ein bisschen was zu zeigen heute. Rebel Soul Chow got a fist ball, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up, I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah, I got next up, right, no we not the same, cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride, you do better keeping it quiet, my pen is ignited, my soul is enlightened, I like who I am but I'm biased, their palette is dried up, my drip is a fountain, I'm not like these regular guys, all of that talk is misguided, she like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim, I'm the reaper reaching for the kill switch, the label cut the check like the blazement, something sparking where it's brain is, the beat is somewhere where their prayers in, Geronimo the way I make the bass jump when no parachute is tasteless, they likely to run their mouth but when they see you face to face they quick with the shapeshift, up through the night work the grave shift, batted from the cradle to the grave bitch, big mad how they face tense, look both ways for you catch fade, I'm a nice guy on the inside, still I'm not somebody to be played with, keep it all the way a thousand, I don't remember how the ground feels, I left the city I've been browsing.
So, jetzt haben wir so zum größten Teil die Folie abgezogen. Es wird natürlich noch der Rest abgezogen. Also wir haben da noch nicht alles fertig abgezogen. Ich wollte euch noch mal ein bisschen was zeigen, weil ich habe jetzt so einiges entdeckt, während wir die Folie abgezogen haben. Einige unschöne Sachen, wie zum Beispiel diesen Kratzer hier im Lack. Zeig mal. Jetzt ist hier besser. Dieser Kratzer, der Radio. Ja, genau. Und hier ein Kratzer. Ja. Und das Problem ist, das hast du überall an dem Wagen, nicht nur an dem Bereich. Hier haben wir auch Klarlack. Löst sich hier überall. Und der Lack löst sich. Da muss ich halt natürlich, da darf ich dem Folierer jetzt keine Schuld dafür geben, weil das sind nachlackierte Bauteile. Das heißt, es ist ein AMG-Umbau, ne, wo die Teile hier grundiert kommen und nachlackiert wurden und dann ist die Folie halt drauf gewesen. Und beim Abziehen der Folie geht leider dann manchmal auch der Lack mit ab. Hast du hier vorne und hast du einmal hier hinten in dem Bereich, ne, wo sich das ein bisschen gelöst hat. Und hier einmal, warte mal, wo war das? Hier irgendwo habe ich schon. Ne, der hat da am Rücklicht. Achso, oder am Rücklicht noch. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das, da hat der Folierer wirklich gar nichts mit zu tun. Also da kann man jetzt den Folierer nicht belangen dafür, aber den Rest der Arbeit hat man ja gesehen, da braucht man nicht viel quatschen. Wir ziehen jetzt den Rest der Folie ab und dann sehen wir uns später, wenn die Folie komplett runter ist beim Carporn. Das war jetzt auch schon wieder viel zu viel erzählt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Carporn, los, bam. Can't stop, won't stop. Till I tore the world when the glow trap. Then a nigga dealt at the stove top. Type of shit they hide in a tube sock. I done skipped town on a new block. But I'm still around, nigga, just not. Better hold it down.